Ja, hallo Freunde der Fotografie, ich bin hier wieder auf einem Steg am Ammersee unterwegs und heute ist mein Plan, ein Nachtfoto auf dem Steg zu machen und dabei mich noch selber zu fotografieren. Also ich bin alleine unterwegs, habe mir denkbar das schlechteste Wetter ausgesucht, es ist super, super windig, es hat sogar ein bisschen Wellengang hier unter dem Steg und es ist auch noch arschkalt, aber ich bin gut eingepackt und jetzt lassen wir es angehen. Alle, die heute das erste Mal auf meinem Kanal einschalten, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos zum Thema Fotografie und Film. Also, es geht heute darum, mich selbst auf dem Steg zu fotografieren. Mitten in der Nacht, es ist einigermaßen sternklarer Himmel. Der Mond ist heute nicht zu sehen, gestern war Neumond, also die Sterne sind wirklich gut zu erkennen. Und der Plan ist jetzt zuerst, die Kamera richtig auszurichten, dass der Steg schon mal richtig dominant in meinem Bild drin steht. Wenn ich das geschafft habe, dann richte ich mir die Belichtungszeit ein und fotografieren tue ich mit meiner A7 III, also eine Sony, und dem Samyang 14mm Objektiv. Insofern wichtig, 14mm, da ich sehr, sehr viel von dem Steg drauf haben möchte und auch vom Nachthimmel. Mein Objektiv hat eine 2,8er Blende. Das ist meine größtmögliche Blende, die ich verwenden kann und die braucht man auch, wenn man nachts Fotos macht. Jetzt ja, starte ich einfach mal am besten mit der Kameraeinstellung, baue das Stativ auf und dann will ich mich positionieren und dieses Foto kann ich nur mit dem Selbstauslöser machen, oder? Ich setze den Timer und bin richtig schnell, aber mit Selbstauslöser funktioniert es besser und gehe jetzt gleich mal auf die Schritte ein. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich habe mein Stativ jetzt richtig gut ausgerichtet, die Kamera so eingestellt, dass der Steg schön mittig ist. Und ich habe jetzt schon mal ein Testfoto vom Steg gemacht, der sieht ganz gut aus. Verwende jetzt hier eine 15-sekundige Belichtung, weil wenn Sterne zu sehen sind, möchte ich keine Strichspuren haben, sondern einfach nur die Sterne als Punkte sollen dargestellt werden. Meine größtmögliche Blende ist die 2,8, also die größte Öffnung, dass am meisten Licht reinkommt. ISO nämlich 1600, dann ist das Bild einigermaßen gut ausbeleuchtet. Ich fokussiere auch manuell, das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich von Anfang an gemacht. Und zwar die Mitte vom Steg, denn da will ich ungefähr stehen, so circa, keine Ahnung, 5 Meter weg von der Kamera. Ansonsten habe ich einen manuellen Weißabgleich mit 4100 Kelvin gewählt, aber den kann man auch im Nachhinein noch einstellen, wenn man mag. Was super wichtig für diese Selfie-Aktion ist, ist ein Fernauslöser. Ich verwende hier diesen Fernauslöser von Aodelan. Der ist mit Sony sehr gut kombinierbar. WTR2 heißt das Ding. Oben auf der Kamera ist der Empfänger und hier in der Hand habe ich den Sender. Ich stelle in dem Menü dann einfach nur auf S, auf Shutter, drücke den dann und muss dann wirklich 15 Sekunden lang ganz, ganz still halten, damit das Bild einfach nicht verwackelt ist oder ich nicht verwackelt bin. Ich habe auch herausgefunden vorhin beim Testshot, wenn man diese Lampe, die ich jetzt hier in der Hand habe, diese 15 Sekunden lang einfach anlasse und mich da anleuchtet, bin ich einfach nur ein Feuerball, also komplett überbelichtet. Es funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn ich die Lampe nur eine einzige Sekunde bei dieser 15-sekündigen Belichtung anmache. Und jetzt probiere ich es aus, bin gespannt, ob es klappt. Den Shutter habe ich jetzt in der linken Hand und den Zeigefinger habe ich hier auf der Leuchte auf der An- und Aus-Taste. Also ich werde mich jetzt umdrehen, eine Sekunde lang in diesen 15 Sekunden langen Belichtung mich einfach kurz anleuchten und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Drei, zwei, eins, go! Jetzt mache ich das Licht ganz kurz an. An und aus. Bleibe jetzt noch hier die 10 Sekunden einfach so kerzengerade stehen. Das ist mein Hero-Shot am Steg. So, jetzt dürfen es 15 Sekunden rum sein, oder? Boah, ist das ein Wind. Okay. Sieht nicht gut aus, weil ich 0,0 zu sehen bin. Ich bin ja nur noch ein Schatten. Ich versuche jetzt das Licht so zu positionieren, dass es meine Jacke anleuchtet. Okay. Also ich habe jetzt noch einen Versuch und halte das Licht einfach ein bisschen anders, dass man mich besser sieht. Boah, ist das kalt, meine Finger frieren echt gleich ab. Okay. Nächster Versuch. Ich hoffe, ich falle hier nicht gleich vom Steg.
Ich drücke jetzt den Auslöser. Und 1, 2, 3, go. Mach das Licht kurz an und wieder aus. Bleib jetzt 15 Sekunden so in dieser Stellung, dass ich da nicht irgendwie verschwommen bin auf dem Foto. Ist gar nicht so einfach bei dem Wind. Ihr hört es ja wahrscheinlich hier übers Mikro, dass es ultra windig ist. So, jetzt dürfen 15 Sekunden rum sein, oder? Oh. Oh. Und wie ist es geworden? Hey, da geht schon was. Geil, ich mach noch eins. Eins mache ich noch, Leute. Eins mache ich noch. Sieht geil aus. Eins mache ich noch. Die Bilder gefallen mir schon ganz gut, aber jetzt setze ich die Kapuze auf und komme so richtig im Gangster-Look noch daher. Oh, das ist mühsam. Also, nochmal. Ich drücke jetzt den Shutter. 3, 2, 1. Shutter ist gedrückt. Bild wird gemacht. Ich belichte jetzt 15 Sekunden und eine gebe ich mir selber Licht. Zack, zack. Es war nicht mal eine Sekunde. Aber es reicht völlig. Sagt, habe ich 15 Sekunden schon durchgehalten? Bitte, bitte, bitte. Fällt mir fast der Arm ab. Ja, Alter, das ist es. Ja, Freunde, ich habe meinen Final Shot, habe ich im Kasten, ich finde es geil. Also macht es ruhig nach. Und mir ist es noch dabei aufgefallen, wenn ihr euch selbst fotografiert in der Nacht, schaut zu, dass der Hintergrund nicht so unruhig ist. Dass ihr euch irgendwie auch vom Hintergrund abhebt. Also irgendwas, schaut auf Strukturen, irgendwie auf Farben, keine Ahnung. Es sollte nicht zu viel im Bild hinter euch zu sehen sein. Das lenkt nur ab von euch. Leute, wenn ihr was gelernt habt oder es nachmachen wollt, würde es mich super freuen. Lasst ein Like für meinen Video da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es eh noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich auf die nächsten Videos und sagt Servus vom Ammersee, euer Sigi.